uns brennt schon die erste Adventskerze. Und auf jeden Fall, ich bin heute mal im Wohnzimmer, im Living Room. Und werde heute so ein kleines Set ausprobieren. Das habe ich geschenkt gekriegt. Ich blende euch ein schönes Bild ein, wie das aussieht, dass ihr wisst, was es ist. Also es ist eine Handcreme, beziehungsweise eine Hand- und Nailcreme und Hand- und Nailcreme. Und da ist so eine silbern glitzernde Nagelfeile dabei, die finde ich echt schön. Und dann so eine richtig süße Hand- bzw. Nagelcreme. 30 Milliliter sind das. White Tea, also weißer Tee, sein Geruch. Und ja, von der Marke Akentra. Kenne ich nicht, aber hört sich gut an. Auf jeden Fall sieht echt süß aus mit so einem Weihnachtsmuster und hier auch auf der Creme und so. Und dann werden wir das einfach mal öffnen und anfangen. Hier kann man das so ein kleines Täschlein, das man hier oben aufmachen kann. Und da sind hier so eingedrückte Stellen und das ziehe ich da erstmal hier so raus. Und als erstes haben wir hier gleich schon die Creme. Ah, okay, die ist so weiß, weil hier in den Ecken sieht man, dass da nichts ist. Auf jeden Fall ist das hier Silber. Hier ist es eingedrückt und hinten ist es auch diese weiße Creme. Sieht richtig, upsala, sieht richtig gut aus. Hat einen schönen Effekt, wenn man da jetzt gleich so hinschaut. Und ich blende euch hier ein Bild ein, wie das genau aussieht. Und ja, wir würden sagen, ich mache das auf. Das kann man ganz leicht aufdrehen. Und schon gleich kann man das hier sich so draus drücken. Ich werde jetzt ein bisschen auf meine Hand geben. Und ja. Winter Dreams steht. Alter, ist meine Kamera irgendwie. Haben sie sich zufällig bewegt? Sorry. Ich nehme mal irgendwas, wo das haltet. Okay, und jetzt, genau sieht es so aus hier. Und ich werde das hier jetzt. Oh, viel Fettigkeit. Feuchtigkeit ist drin. Und hat einen schönen Geruch. Wenn man jetzt so riecht, dann riecht es wirklich nach Creme. Und ja, ich habe gerade Tschüss gesagt zu jemandem. Auf jeden Fall, ja, so sieht es aus. Und jetzt kommt dieses schöne Nail. Auf jeden Fall die Nagelpfeile. So sieht die aus. Oh, gerade habe ich eine schreckliche Entdeckung gesehen. Und zwar, das ist weiß hinten und da ist so ein Klebebett drauf, aber egal. Auf jeden Fall, mal sehen. Ah ja, das hat mich gerade sehr enttäuscht. Man kann nicht mit der Glitzerseite die Nägel pfeilen, nur mit der Seite, ja, nur mit der. Ja, okay, ist auch geschickt irgendwie gemacht. Die sieht echt schön aus. Ich blende euch hier ein Bild ein und von den beiden Sachen auch noch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bye!